sondern es geht wirklich darum, uns auf das gewünschte Endergebnis zu fokussieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da rausgehen und sagen, ja, hier ist überall Chaos, hier ist überall irgendwie Angst und Panik. Wenn wir das nicht wollen, dass wir das nähren und vergrößern, dürfen wir uns energetisch nicht in den Raum der Angst und der Panik ziehen lassen. Ja? Das ist so, so wichtig, dass wir da Disziplin haben. Hallo, hallo, es kommen noch einige rein. Und diese Disziplin, da möchte ich euch jeden Einzelnen von euch wirklich anregen, sich permanent zu disziplinieren, permanent zu schauen, was habe ich für einen Schwingungszustand, in was für ein Vibe bin ich gerade. Das ist so, so wichtig, dass wir uns da wirklich bewusst sind. Und ihr seht ja mittlerweile, also die Informationen sind so vielfältig. Es sind so vielfältige Erklärungen, so vielfältige Annahmen, so vielfältige Voraussetzungen. Es sind so vielfältige Bilder, die uns da kreiert werden. Und wir müssen wirklich vorsichtig sein, dass wir auf keins dieser Bilder irgendwie einsteigen, auf keine dieser energetischen was für ein Vibe? Vibe, Vibration, nicht Vibe, aber ja, auch Vibe. Oder in was für einem energetischen Zustand wir sind und was wir uns vorstellen, was wir für Szenarien uns kreieren, ja? Wenn du jetzt dastehst für dich und sagst, oh mein Gott, wie wird das finanziell, wie wird das in meinem Job, wie wird das so und so und so und so, ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dass du nur dich auf das einlässt, wie will ich es haben? Dass du jemand bist, der aus dieser Krise strahlend hervorgeht, dass du jemand bist, für den sich alles zum Positiven wendet, auch wenn es gerade nicht so aussieht, auch wenn es gerade du keine Straße sehen kannst, wie sich das alles auflöst. Es ist so unendlich wichtig, dass du da dabei bleibst. Und zwar gegen alles, was da draußen gerade passiert. Und bleibe dort, wo du sein willst energetisch. Bleibe dort in deinem guten Gefühl. Bleibe wirklich bei dir. Es ist so, so wichtig. Und du darfst es nie vergessen, ja. Und wenn alle dir ängstlich erzählen und wenn dein Kopf anfängt zu spinnen, hallo Sabine, wenn dein Kopf anfängt zu spinnen, pack dich, geh sofort raus und weiß, dass dieses Ganze ein gutes Ende nehmen wird. Es wird ein gutes Ende nehmen für alle und es wird ein gutes Ende nehmen für jeden Einzelnen von uns. Und wir müssen jetzt nicht wissen, was passiert, sondern es ist so, so wichtig. Wie will ich es am Ende haben? Wie will ich es haben, wenn ich wieder frei mich bewegen kann? Wie will ich es haben, wenn ein sogenannter normaler Zustand auf einer anderen Ebene eingetreten ist? Wie will ich mein Leben haben? Wie will ich mein Leben leben? Was ist mir wirklich wichtig? Ja, jetzt sind wir in der Situation, uns diese Gedanken zu machen, dass wir einen Neuanfang vor uns haben, einen kompletten Neuanfang. Und wie fühle ich mich in diesem Neuanfang? Da will ich jetzt mit euch reingehen. Wenn ich einen Neuanfang habe, ich kann jetzt neu anfangen mit meinem Leben. Ich muss keine Altlast mehr mitnehmen. Und dass ihr das wirklich trainiert, morgens und abends und zwischendrin trainiert, in dieses Gefühl reinzugehen. Wie fühle ich mich, wenn ich sicher bin? Es ist egal, ich brauche keine Bedingungen dazu. Ich generiere Sicherheit für uns alle. Aus mir heraus. Sicherheit entsteht aus meinem Gefühl heraus. Und wir alle generieren Sicherheit. Ja, das ist so wichtig, dass wir uns da, wir brauchen Sicherheit. Wie fühlt sich Sicherheit an, dass du in dich reingehst und sagst jetzt, ich
bin sicher. Ich bin immer sicher. Ich bin sicher in mir. Ich bin nicht gefährdet. Meine Gesundheit ist nicht gefährdet. Und ich möchte, dass wir uns alle jetzt vorstellen, dass eine riesengroße Dusche aufgeht über uns und uns durchwäscht mit dem Gefühl der Sicherheit. Macht es mal, dieses Gefühl der Sicherheit, der bedingungslosen Sicherheit, weil ich bin hier auf die Welt gekommen, um sicher zu sein. Spür das, wie das durch dich hindurchfließt, ganz oben durch deinen Kopf reingeht, sich ausbreitet, sich über deine Chakren verteilt, bis es in jede einzelne Zelle, eingedrungen ist, die Information, ich bin sicher. Und zwar die Information, ich bin sicher von innen heraus. Ich darf vertrauen, weil eine höhere, liebende Intelligenz ihre Dinge tut. Diese höhere, liebende Intelligenz tut ihre Dinge für mich, für uns. Und deswegen darf ich bedingungslos sicher sein in jeder Situation. Und ich generiere dieses Gefühl der Sicherheit. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr dieses Gefühl der Sicherheit aus euch heraus generiert, dann gibt es wie eine energetische Welle ins kollektive Feld. Und dieses kollektive Feld wird mit Sicherheit gefüttert. Und das ist das, was wir brauchen. Die Leute, die haben Angst, die haben hier keine Technik. Sie wissen nicht, wie sie sich bedingungslos mit Gefühlen verbinden. Wir dürfen das mitmachen für alle und wir dürfen diese Sicherheit ausbreiten lassen. Und zwar ist jetzt diese Sicherheit durch unseren Körper durchgesickert, jede einzelne Zelle von dir. Du spürst und weißt, ich bin sicher, ich bin nicht in Gefahr, ich bin gesund. Meine Existenz ist sicher, alles ist sicher, ich bin hier, um sicher zu sein. Und spür das bitte noch mehr und mehr und mehr. Und stell dir vor, du drehst jetzt deinen Duschknopf auf und dieses Gefühl der Sicherheit wird noch stärker. Es wird so stark, jede Pore, jede Zelle deines Körpers weiß, dass sie sicher ist, weil Sicherheit ist Wahrheit. Wir sind in energetischer, nicht physikalischer Energie immer sicher. Es kann uns nichts passieren. Und wenn wir das ausstrahlen, strahlen wir das in die Welt. Und wenn die Welt weiß, dass sie sicher ist, dann macht sie keine Panikentscheidungen mehr. Wenn du aus der Sicherheit heraus entscheidest, entscheidest du anders, als wie wenn du aus Angst und Panik heraus entscheidest. Und es ist so wichtig, dass du dich zuerst in dieses Gefühl der Sicherheit hereinbringst. Hundertprozentige Sicherheit, höchstes Gefühl der Sicherheit. Und jetzt spür das in deinem Herzen, wie sich das anfühlt, wenn du komplett sicher bist, wie du dich entspannen kannst. Und lass keinen Gedanken zu, der dir das vermiest. Lass dir keine Überlegung zu, die dir sagt, du darfst nicht sicher sein. Beharre darauf, dass es dein Recht ist, bedingungslos dich sicher zu fühlen. Weil wenn du Sicherheit generierst, wird Sicherheit in unserer Welt generiert. Du bist ein Generator des Gefühls der Sicherheit. Und das schwappt aus jedem von uns heraus, aus unserem Herzen. Das ist die Wahrheit, die aus unserem Herzen kommt. Wir sind alle sicher, wir sind nicht in Gefahr. Egal was ist, egal was sich gerade im Außen zeigt, es kann nicht sein, dass ich eine Bedingung brauche. Und wir generieren jetzt dieses Gefühl der Sicherheit und noch größer und noch größer. Und es ist da, es ist einfach da. Und aus dieser Sicherheit, wie sieht die Welt aus? Stellt euch das vor, alle beruhigen sich. Alle beruhigen sich jetzt. Alle entspannen sich jetzt. Unsere Politiker, alle, die
Entscheidungen treffen müssen, die entspannen sich, die fühlen sich sicher, sie wissen, sie haben es unter Kontrolle. Dieses Gefühl vermitteln wir, alles ist gut. Und diese Sicherheit ist eben genau das, was wir auch brauchen, um, es heißt ja immer, um Liebe zu spüren. Liebe ist das Gefühl der Wahrheit. Liebe ist das Gefühl der Sicherheit. Liebe ist das Gefühl der Begeisterung. Und nur aus diesem Gefühl heraus können wir gute Vorstellungen haben, gute Entscheidungen haben. Und ich möchte euch bitten, euch immer wieder in diese Sicherheit zu wiegen und aus eurem Herzen heraus alles mit Sicherheit zu bedenken. Lasst uns jetzt groß werden, lasst uns jetzt dieses Gefühl der Sicherheit ausdehnen über unser Haus, in dem wir jetzt sitzen, über das Gebäude hinaus. Es wird immer größer und größer. Diese Kugel mit der Energie der Sicherheit wird größer und größer. Es breitet sich aus. Es geht in unsere Stadt, in unser Dorf. Es breitet sich über unser Land aus. Es geht noch höher. Die Kugel wird größer. Es breitet sich über die Welt aus. Und wir sehen, dass dieses Gefühl der Sicherheit alles einpackt, umhüllt und unendlich groß ist. Es gibt keine Grenze für dieses Gefühl. Und weil es auch keine Grenze für dieses Gefühl gibt, gibt es eben auch keine Zeit und es gibt keine Örtlichkeit. Und wenn wir dieses Gefühl den Menschen geben, ohne Bedingung, die ganz, ganz viel Angst haben, dann werden wir eine Änderung, eine schnelle Änderung herbeiführen. Stellt euch jetzt jeder mal vor, was passiert, wenn sich jeder sicher fühlt, wenn jetzt der Moment ist, dass die Nachricht rauskommt, es gibt keine Gefahr. Es gibt keine Gefahr mehr von irgendeinem Virus, wie auch immer. Alles ist gebannt, alles ist unter Kontrolle. Wir müssen nicht wissen, wie das passiert. Es wird passieren, der Moment wird da sein. Es wird diesen Moment geben. Wir wissen es ganz genau, dass wir alle wieder auch im Außen unsere Sicherheit wiedergespiegelt bekommen. Dieser Moment wird da sein. Und verlasst euch auf diesen Moment. Immer wieder und lebt von diesem Moment heraus, jetzt. Es ist so wichtig, weil du weißt, es wird so sein. Und diesen Moment wirst du erleben und du weißt, dass es diesen Moment gibt. Diesen Moment, wo du wieder deine Reisen planst, diesen Moment, wo du dein Business unter Kontrolle hast, diesen Moment, wo deine Family wieder sich geregelt bewegt. Dieser Moment wird kommen und aus diesem Moment jetzt herauszuleben, dich jetzt so zu fühlen, das ist das A und O. Und je mehr jetzt wir schaffen, mit diesem Gefühl zu generieren, desto schneller werden wir das in der Realität sehen. Wir haben die Power. Wir haben alle die Power. Und bitte vergesst es nicht, in diese Power reinzugehen. Und jedes Mal, wenn ihr denkt, wie soll das gehen, wie soll das gehen, wie soll das gehen, geht raus und sagt, ich muss nicht wissen, wie es gehen soll. Ich weiß, dass es einen Moment gibt, in dem ich sehe, dass es wieder so ist. Und ich generiere diesen Moment. Ich generiere ihn jetzt, jetzt, jetzt. Und bringt es den Menschen bei, die bei euch sind. Versucht es zu teilen, versucht dieses Gefühl zu teilen, versucht vorzuleben. Und wenn ihr ausgelacht werdet oder ja, du nimmst die Situation nicht ernst oder so, dann sag einfach, ich nehme die Situation sehr ernst. Ich gebe alles, um meine Energie zu ändern und sie wird beitragen, dass wir uns alle ändern. Spürt noch mal ganz tief rein in dieses Gefühl, weil das ist das Gefühl, das wir brauchen. Und das ist diese Sicherheit, die wir nie vergessen dürfen. Wir dürfen es nie vergessen, aber es war immer so. Es ist immer alles Schlimmes vorbeigegangen. Es ist immer vorbeigegangen. Wir dürfen es nicht vergessen.
Und es wird schnell vorbeigehen, wenn wir kreieren. Wenn wir aus der höchsten Energie, aus unserer höchsten Seele, aus unserem höchsten Selbst, aus unserem Gottbewusstsein heraus diese Energie ändern. Ja, macht es bitte immer, immer, immer. Und ich wollte euch wirklich daran erinnern, dass es so wichtig ist, dass wir das machen. Und es, du brauchst jetzt gar nichts anderes wissen, wie das sein soll. Es passieren vielleicht noch gar nicht schöne Dinge für dich, aber du weißt, da ist dieser Punkt, mit dem ich mich verbinde. Hat noch jemand eine Frage? Also ich habe das ja aufgenommen, ohne Bild von euch. Ich werde das posten, dass Menschen daran erinnert werden, dass das unsere Arbeit ist, dass das unser Job ist, das zu tun. Wir kreieren jetzt unsere Zukunft, ja? Jetzt, jeden Moment. Vergiss das bitte nie. Jeder Moment, in dem du dich ängstlich fühlst, in dem du dich verlassen fühlst, in dem du dich hilflos fühlst, fütterst du den Virus. In jedem Moment, wo du dich freust, in jedem Moment, wo du dankbar bist, in jedem Moment, wo du bei dir bist, in jedem Moment, wo du dir gute Vorstellungen über deine Zukunft machst, wo du vielleicht denkst, ja, das will ich jetzt machen und das habe ich nicht gemacht und das will ich machen und das will ich machen. Mach Pläne, setze dir Ziele, nehme deine Wünsche ernst, schreibe sie dir auf, committe dich zu einem guten Leben. Verspreche dir, dass du dich zu deinen Zielen, Wünschen und Träumen hinführst. Weil wenn du es jetzt kannst, in dieser jetzigen Situation, wirst du es immer können. Dann wird dich nichts mehr davon abbringen. Wenn du es jetzt gelernt hast, wenn du es jetzt trainiert hast, jetzt hast du Zeit, dann wird es einen riesen Switch geben in unserem Kollektiv. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Hat irgendjemand noch eine Frage? Kann ich irgendjemand noch ein bisschen helfen? Vielleicht irgendwie. Ja, es geht ja auch wirklich nicht darum, dass du unbedingt meditieren musst. Und es geht aber darum, dass du dich konzentrieren und fokussieren musst, vor allem auf das, was du möchtest. Und gehe nicht in eine Meditation, bevor du nicht bereit bist, bedingungslos in ein Gefühl einzusteigen. Deswegen finde ich es einfacher, wenn du dir das wirklich vorstellst, welche Energie möchtest du generieren in dir, bedingungslos. Eben, segnen ist eine ganz tolle Intention, wenn du weißt, was segnen heißt. Segnen heißt ja nur, mit perfekter Liebesenergie, mit perfekter liebenden, positiven Intention etwas zu belegen. Wenn ich euch jetzt segne oder ja, wenn der Pfarrer einen segnet, dann heißt es nur, ich sehe das Schönste, ich sehe das Beste, ich sehe die positivste göttliche Idee in dir. Das heißt segnen. Da musst du nicht mit so einem Pinsel durch die Gegend rumgehen und irgendwelches Weihwasser verspritzen, sondern du verspritzt deine Intention und du verspritzt deine Energie und du gehst raus und segnest das ganze Land, wo du bist, dein ganzes Umfeld und stellst dir das vor, wie du einfach alles segnest mit den besten Intentionen, mit den göttlichen, höchst schwingendsten Intentionen. Du segnest deine Familie, segnest alles. Die Italiener, die jetzt gemeinsam von den Balkonen singen und gemeinsam Musik machen. Genau, du kannst auch jedem segnen, den du begegnest. Na klar, du kannst auch jeden Gedanken segnen. Du kannst auch die Angst nehmen, die du hast oder die Angst, die dir vielleicht durch eine Nachricht gekommen ist, die kannst du auch segnen, ja? Es heißt nichts anderes, als du drehst die Energie um. Du shiftest die Energie. Um das geht's. Und wir müssen diese Energie shiften. Und es ist ja wie eine Waage, oder? Und jetzt ist die Waage irgendwie so schief, bei großer Angst und Panik. Und wir müssen
reinhauen mit der positiven Energie, das alles irgendwie segnen und unsere Kraft bewusst zu werden. Und dann sage ich euch eins, dann kann so eine Scheiße nicht mehr passieren. Wenn die Menschen werden jetzt ins aktive Bewusstsein, ins höhere Bewusstsein aktiv erhoben, bleibt einem gar nichts anderes übrig. Und ich bin mir ganz sicher, je mehr Menschen da jetzt bam, aufwachen und sagen, oh mein Gott, es geht ja wirklich um das. Und wir sagen, okay, alles klar, angenommener Auftrag, Bewusstseinserhöhung, ich bin dabei. Und dann, wenn wir da durch sind, dann hat dieser Virus seine Schuldigkeit getan. Dann ist es das passiert, was passieren muss, weil hätten wir denn so weiterleben wollen, in so einer riesengroßen Abhängigkeit und Angst und in so einem Gefühl der Ohnmacht. Jetzt kommt nochmal richtig volle Pulle dieses Gefühl der Ohnmacht hoch. Ja, wir sind total ohnmächtig, wir können überhaupt nichts machen. Aber dieses Gefühl der Ohnmacht, das war vorher ja auch schon da. Aber jetzt kommt's hoch, ja? Und schaut mal, es ist wirklich so, es kommt alles ans Licht. Wir haben alle unsere eigenen Weg schon gemacht, unsere eigene innere Arbeit. Und wir wissen, wir müssen diese Ängste, diese Sorgen, diese Altlasten, diese, wo ich da auch der Letzte gesprochen habe, Schuld und Schande, müssen wir ans Licht bringen. Diese schweren Emotionen, die in uns leben schon allein, weil sie nur von unseren Ahnen, weil wir das energetisch alles übernommen haben. Wenn das hochkommt, ist es schon genug, dass es transformieren kann. Und dieses kollektive Gefühl des Ausgeliefertsein, des eben unfrei sein, des eingesperrt sein, das unterdrückt sein, das manipuliert und reguliert zu sein, das schwirrt in uns. Und jetzt kommt PAM hoch. Ja, es kommt raus. Es kommt raus aus der Versenkung. Es kommt ans Licht und zwar kollektiv. Ja, es kann sich keiner mehr irgendwie verstecken und sagen, nö, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht bevormundet. Nö, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht eingesperrt und hilflos. Kann keiner mehr sagen. Und jetzt können wir es transformieren. Wum, 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 wum. Alle volle Pulle. Cool, oder? Das ist das Positive an dieser Geschichte. Diese ganze unterdrückte Kacke kommt jetzt kollektiv nach oben. Und wenn sie kollektiv nach oben kommt, wird sie kollektiv transformiert, kollektiv ans Licht gebracht und wird uns nicht mehr von hinten im Dunkeln als Schatten irgendwie verfolgen. Yes, Reinigung. Und ich bin mir ganz sicher, Leute, das wird nicht mehr lang gehen. Die Leute wachen auf wie Popcorn. Wie Popcorn. Pop, 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 pop. Überall poppt's. Bewusstsein poppt jedem ins Gesicht. Und das ist echt cool, wenn man das beobachten kann. Und man sieht es wirklich förmlich. Die Leute sprechen ihre Wahrheit. Jeder sagt, hey, wach auf. Und versucht wirklich diese ängstliche Energie durch Klarheit und durch Wahrheit zu überschreiben. Und jetzt schon alleine heute das Messaging, ja, überall tauchen Leute auf und trauen sich Sachen zu sagen. Ich finde, es kommt aber auch ans Licht, dass wir sofort ohne Flugzeuge, öffentliche Schifffahrt, Produktion leben können und somit passiert ja das, was vorher nicht denkbar war. Das finde ich auch sehr spannend, außer Politik. Politiker können nicht mehr behaupten, dass das nicht gehen könnte. Ja, ich habe übrigens heute noch so ein Channeling zum Coronavirus von Krayon. Weißt du, Krayon, K-R-Y-O-N. Das ist aus dem Channel-Medium, ziemlich bekannt in Amerika. Und der hat eben gechannelt, dass es genau um diese Geschichte geht, dass diese ganze Atomkraft jetzt endlich von unserem Planeten verschwinden darf, ja. Dass wir Alternativen haben und dass wir Alternativen kennen. Und all diese Alternativen werden jetzt aus den Schubladen rausgeholt, ja. Das ist cool, das ist geil. Und wir alle sitzen drin und wir channeln auch unsere Wünsche, unsere Ziele, wie wir leben wollen, was uns wichtig ist. Wir haben jetzt endlich Zeit. Genau, Cryan Lee Carroll, den lese ich schon lange, der ist wirklich cool, ja. Und der hat so ein Channeling gemacht zum Coronavirus.
Ganz, ganz super. Und wir sind jetzt alle da und haben Zeit, uns unserer Power bewusst zu werden. Ja, keiner ist mehr abgelenkt, wird durch die Welt geschickt. Das ist ein Geschenk Gottes, dass wir jetzt Zeit kriegen, unser Bewusstsein zu klären, weil wir nichts anderes gerade machen können. Ja? Und denk nicht, ja, was soll das mit der Arbeit, finanziell, Unternehmen, bla bla bla. Es wird eine geniale Lösung geben und wir werden alle zurückschauen und sagen, wow, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich nicht das und das und das und das gemacht. Hätte ich mir nie erlaubt, mir das und das zu wünschen, hätte ich mir nie erlaubt, diese und jene Änderungen in meinem Leben vorzunehmen. Jetzt ist es aber passiert und ich bin dankbar. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es wird alles neu, aber es wird gut. Es wird richtig gut und es wird besser. Und unser einziger Job ist wirklich dahin zu gehen, jetzt schon, wo wir sein wollen. Mit all unserem Sein, mit allem von uns. Und wirklich die Arbeit zu machen. Und nie mehr aufhören übrigens, die Arbeit zu machen. Nicht so, ja, ja, okay, das mache ich jetzt, bis die Krise vorbei ist. No, du machst es immer. Du arbeitest immer aus deiner Seele heraus. Du arbeitest immer aus deinem höchsten Potenzial aus. Du schöpfst und generierst immer. Und du wirst kompromisslos. Weil jetzt ist es scheißegal. Ich meine, jetzt kannst du nichts wollen oder du kannst alles wollen. Also will alles. Ja? Muss nicht irgendwie klein machen und sagen, ja, vielleicht könnte ich das haben. Jetzt ist null. Jetzt kannst du hoch raus mit all deinen Wünschen und kannst alle generieren und alle mit Energie erfüllen. Alles, was dir wichtig ist, kannst du jetzt mit deiner Power ausfüllen. Also, der ist auch gechannelt, dass Frieden kommt jetzt noch, was das Kriegen kommt, wo jetzt noch Krieg ist. Ja, das sind alles so Bewertungen, Leute, ehrlich. Ich rate euch, geht aus irgendwelchen Bewertungen raus. Geht einfach da rein und sagt, was ist gut, was ist Liebe, was ist schön, was ist Perfektion, was ist Begeisterung. Und wie das nachher heißt, who cares? Hauptsache es fühlt sich gut an, oder? Also ihr Lieben, macht die Arbeit. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr für euch irgendwas klären wollt, wenn ihr an euch arbeiten wollt, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Aber egal wie, alleine, zusammen, es ist wurscht, ja? Es gibt keine Zeit, es gibt keinen Ort, oder? Das heißt, es ist egal, wo du bist und es ist egal, wann du es tust. Jetzt ist es halt nett, weil wir hier alle zusammen sind. Aber der Effekt ist immer derselbe, ob wir es alle gleichzeitig reinfüttern oder ob es jeder für sich reinfüttert. Es ist wichtig, dass wir es reinfüttern. Ja, genau. Herzlichen Dank. Ich segne dich und die ganze Welt. Genau. Und jetzt segnen wir einfach alles Schöne, alles Liebe oder auch alles, was nicht so schön aussieht, transformieren wir. Das ist unser Job. Arbeitsvertrag unterschrieben hiermit. Okay. Alles klar. Jeden Tag. Also, ich danke euch, dass ihr hier wart und ich hoffe, ich habe euch inspiriert, dass ihr wirklich diese Arbeit wahrnimmt, dass ihr diesen Job annehmt. Entweder zusammen oder einzeln. Auf jeden Fall macht's, 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 macht's. Dann werden wir sehen. Ich glaube, wir haben gute Chancen, dass wir in 2 bis spätestens 3 Wochen aus dieser Scheiße hier raus sind. Wenn wir Arbeit machen, sonst gibt's Verlängerung, Nachsitzen. Wer hat da Bock drauf? Nein. Also, Schule des Lebens sagt, lernt jetzt. Also ihr Lieben, schön, dass ihr alle da wart und mal schauen, ich gucke jetzt mal, wie es läuft, vielleicht mache ich wieder so eine Session, bin auf jeden Fall dran, alle meine Einzelsessions zu machen für die Leute, die sagen, ja, was ist denn meine Wahrheit, kann ich euch helfen und ansonsten, ich bin mir sicher, ich mache wieder so eine Session, ich bin mega happy, dass ihr alle da wart, lasst euch nicht abbringen, nützt es, Social Media und postet die Liebe, die Wahrheit, alles Schöne. Haut's raus! Zeigt euch! Das ist ganz, ganz wichtig.
Somit füttert jeder Einzelne das Schöne und das Gute. Also, bis bald. Ich werde es dann wieder so kommunizieren. Keiner will nachsitzen und trotzdem passiert es. Doch! Die Leute, ehrlich, das muss ich jetzt euch noch sagen. Wer ist wirklich so diszipliniert, dass er seine Energie die ganze Zeit kontrolliert? Man lässt sich immer wieder abbringen. Wir brauchen da mehr Disziplin. Und bis jetzt gab es halt kein Nachsitzen. Aber jetzt wird es Nachsitzen geben, wenn wir nicht arbeiten, weil das wird länger dauern. Es wird einfach länger dauern. Das ist einfach so. Und je mehr Power wir geben, geben wir Power für uns, für unsere Zukunft. Das ist die Wahrheit, wirklich. Wir waren alle so, ja, so ein bisschen, ja, und dann wieder ein bisschen dabei und ein bisschen nicht dabei, war ja nie so wichtig. Aber jetzt ist es wichtig, dass es jeder macht, dass jeder die Arbeit macht. Also, Schatzis, bis bald. Tschüss, tschüss. Genau, alles ist die Liebe und die Wahrheit und das Glück für alle. Genau, aber nur, wenn wir auch dort sind und nicht im Drama. Tschüss. Servus. Servus.